weil Lux schon einen kleinen Vorteil hat, der hat schon Karten zum Bauen. Das heißt aber nichts. Teddy hat jetzt alle Kisten. Ob der Teddy heute wieder geschlagen wird? Oder ob er diesmal die Krone wieder zurückholt? Teddy gibt jetzt richtig Vollgas. Setzt den Lux leicht unter Druck. Einen lauschen guten Tag zu euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die zweite Folge vom Nachbau-Event. Mal die Vorlage uns an. Und mal sehen, was das heute ist. Mein heutiger Gegner ist der liebe Lux007X. Wenn du das okay. Ui, ein Zombie-Pigman. Ein interessanter Rand. Das ist doch so diese, also zwei ist irgendwie immer. Ich will nicht sagen, die letzte Drecker schon die schwierigen Sachen. Echt was ausgedacht. Auch mal ein bisschen. Das ist noch ein Enderman. Ist gar nicht mal so schlimm. Dann dauert es ein bisschen. Weil das ist noch ein Skelett hier. Oha. Wobei der Teddybär hat jetzt eine echte Herausforderung. Und ich würde sagen, drei. Das von Umuk, glaube ich. Ah, hat das Umuk gebaut? Umuk, hast du das gebaut? Nicht schlecht, Umuk. So, was? Auf jeden Fall 3 zu 1, go! Jetzt. Wenn die Tür aufgeht, ich bin Smaragd, okay. Jetzt aber. Ich wette mit euch, der Teddy macht doch gerade separaten Aufnahme. Ja! Susu kann wieder Gedanken lesen. Egal wo ich jetzt teilnehme, ich mache immer eine Aufnahme, glaube ich. Game quasi von Frankie. Das war richtig interessant. Wo er erstmal hier abgebaut hat mit den Kisten und dann da drüben. Also, genau. Schön das Obsidian abbauen und dann die Kisten freimachen und den Loot da rausholen. Schnell rüberlaufen und wieder zurücklaufen. Und dann könnt ihr weiter abbauen oder schon anfangen zu bauen. Umuk, ich danke, dass du kurz mitgeholfen hast. Ich danke dir. Und bis die Tage und gute Besserung, mein Lieber. So, komm schon. Wir beide sind an der ersten Kiste bereits dran. Lauf, 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 lauf. Gleichzeitig sogar. Nicht schlecht. Die sind gleich auf. Aber wie gesagt, ihr wisst das. Das heißt noch lange nichts. Zack. Jeder hat eine andere Strategie. Die bringen wir erstmal die Items weg. Klar, Frankie, Kisten abbauen geht auch schneller, da hast du recht. Das stimmt, wie gesagt, das stimmt. Hat man auch mit Zuckerbomben gehabt. Oh, da kriegt man hier schon wieder Herzbrochen. Der Nightbot moderiert auch nicht. Den habe ich schon so eingestellt, dass sie nur für die Giveaways sind. Wie beim letzten Mal ist der liebe Susu natürlich auch wieder unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei. Magda, danke dir. Ich werde mal schauen, richtig einstellen und alle ob ich auch den auch Discord verlinken kann, ob ich da einen Einladungslink erstellen kann. Wenn das funktioniert, ist er auch unten verlinkt. Da wird auch immer der Streamplan gepostet. Da bin ich eigentlich meistens immer bei jedem Stream eigentlich mit dabei. Falls ihr auch mal dieses Minigame oder eins der anderen Minigames auch mal ausprobieren wollt. Denn ihr müsst bedenken, wir haben angefangen mit Streamlabs. Als kleine Anfänger fängst du nicht direkt mit Stream Elements an, sondern dann bist du halt anfängerfreundliches hantieren, weil du davon keine Ahnung hast. Da ist für Anfänger Stream Elements, Streamlabs am besten für Anfänger. Und wenn du dann dich eingegroovt hast, da kannst du immer noch auf Stream Elements rüber wechseln. Wobei das eine, das andere, eigentlich ist das gleiche. Okay, ich glaube, Lux ist gerade bauen schon. Streamlabs nichts anderes wie Stream Elements vom Grundprinzip her. Nur Streamlabs ist einfach einfacher zu verstehen und schneller einzustellen. Oder? Nee, Lux baut ab. Wird mir dann mit Stream Elements ein bisschen geholfen zum Einstellen. Also mit einer kleinen Verzögerung liege ich vorne, meine ich. 10 Sekunden gut, vielleicht. Das ist anfängerfreundlich, da kannst du die ersten Eindrücke sehen, wie du die ganzen Sachen einstellst. Und sobald du das innerhalb. Weil er hat noch einen kleinen Extraweg zu laufen, den ich, obwohl, muss ich zwar auch laufen, aber dann gleicht sich so ein bisschen, obwohl, vielleicht besser. Ganz so, kleinen Blöckunterschied muss er, meine ich, mehr laufen. Weil läuft er auch immer zu mir rüber. Damit er gleich hinten bei seiner Ecke. Rauchen ist ungesund, aber bist selber Shisha am Rauchen. Sehr, sehr. Ja, ich glaube, Stream Elements habe ich hier, glaube ich, als Bot generell deaktiviert.
So, erst was essen. Aktuell und Nightbot. Sonst hungere ich hier noch auf halber Hälfte. Ich bin hier auch gerade so viele Bots unterwegs, weil wir ich doch zeitgleich schon. Ich krieg ja schon wieder schwitzige Hände, schlimm. Elements, wo ich dann gestern spontan angemacht hatte. Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel, Bombe, bestes Beispiel, wenn ihr nämlich über Trinkgelder mir da einen Euro oder so da lässt, wird das über Streamlabs nicht angezeigt. Auch aus diesem Grund will ich auch rüber nach Stream Elements. Weil dann wird es euch auch endlich angezeigt, dann kann ich eure Donations auch richtig anzeigen lassen. Und bei Streamlabs zeigt euch nur die Hälfte an. Und ich bekomme das dann gegebenenfalls zu spät mit, dass ihr da mal einen Euro da gelassen habt als Trinkgeld oder sonst was. Und das ist ja schade drum, weil es auch nicht im Stream angezeigt wird für euch. Und deswegen werden wir da auch im Hintergrund morgen die nächsten Einstellungen vornehmen. Zwecks Emojis. Für euch, wenn ihr Sub da lasst, dann werden neue Emojis wahrscheinlich reingemacht und dann werden wir auch am Bot ein bisschen arbeiten, dass wir dann auch ein bisschen besser einstellen können. Susu. Und, gehst du bitte? Oder Teddybär, der baut einfach eiskalt da ab, wo ich mich draufstelle. Wieso baue ich da ab? Das juckt ihm nicht, der baut einfach eiskalt weiter ab. Ja, ich muss ja in die Tore, ich muss ja in die Blöcke kommen. Vielleicht stellst du dich mal beim Gegner hin, als kleine Unterstützung. Von Kisten abbauen sind beide gleich auf. Einer von denen angefangen zu bauen. Ich glaube, er hat noch nicht angefangen zu bauen. Der läuft eigentlich auch noch mal mit. Oder sind die bereits nur das Material am Übertragen? Oh ja. Ja, okay, ist nicht so viel, was er gebaut hat. Ein paar Blöcke. Die Erz. Lux hat schon angefangen. Das Problem, wenn man bei schwierigen Dingen gleich anfängt zu bauen, dann ist da höchstwahrscheinlich ein Fehler irgendwann drin und dann hat man die Krise am Ende. Auch wenn ich das ein kleiner Vorteil mache, aber das Prinzip ist ja quasi, wer zuerst komplett fehlerfrei es nachgebaut hat. Ja, wie ihr seht, wir sind noch teilweise alles Anfänger, auch ich selber, ich bin hier quasi kein Profi. Warum war ich gerade so langsam? Und ich hoffe, ihr macht da, drückt mal ein kleines Auge zu dabei. Komisch, aber okay. Und ihr seid da mal ein bisschen konformer mit. Und der ein oder andere hat sich damit schon angewöhnt. Codierung überlastet. Okay, die sind noch nicht so. Was war denn das? War ganz. Bei mir war gerade alles gefreezed. Ich dachte gerade, mein PC stürzt ab. Abheben. 6K. Weiß ich, hat man das eben in der Aufnahme gesehen? Ich kurz im DC gucken, ob derjenige sich schon gemeldet hat mit den Zauberrecken. Ah, ich habe, glaube ich, weiter abgebaut. Ist ja komisch. Naja. Solange es mich nicht den Sieg kostet, ist alles gut. Guck mal. Ich glaube, eine Kiste muss ich noch. Also wie findet ihr das mit Angeln eigentlich? Also ich finde das extrem nice. Mit dem letzte Kiste. Ich danke dir für 6K. Wie viel hat er noch? Auch nur noch eine, okay. Dann wird es wieder ein Kopf an Kopf brennen. Weil Lux schon einen kleinen Vorteil hat, der hat schon angefangen zu bauen. Das heißt aber nichts. Teddy hat jetzt alle Kisten. Jetzt geht's los! Beeilt sich gerade auch, er hat's mitbekommen. So. Grün. Lila, oder? Ja, und lila. Auch die letzte Kiste. Somit haben beide jedes Item zum Bauen und könnten direkt loslegen mit dem Bauen. Und Teddy lässt sich es nicht nehmen und gibt direkt Vollgas. Na klar, gebe ich Vollgas, hab hier jetzt brauchen. Extrem spannend. Und das sowas von. Ein kleiner Vorteil, der aber sehr schnell ausgeglichen werden kann vom Teddy, wie man schon sehen kann. So, zack. Hier, der kleine Vorteil heißt nichts. Hä? Ach, scheiße. Schon verbaut hier. Der Teddybär heute wieder geschlagen wird oder ob er diesmal die Krone wieder zurückholt vom Bauevent. Wir werden sehen. Eins, zwei, zack. Teddy ist noch ein
bisschen was Baumbegriff hinterher, aber nur ein kleines bisschen. Er ist bereits am Aufholen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, zack. Ihr könnt euch mit der Erde hochsteppen, das wisst ihr. Jetzt hat Teddy Vorsprung. So, 1, 2, 3. Teddy hat den Vorsprung. 4. Und Teddy lässt sich das nicht nehmen und gibt richtig Vollgas hier. 1, 2, 3. Dann müsste sich die Krone wiederholen. So, weiß, 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 weiß. Das wird extrem spannend hier. Zack. Eins. Darunter grau einmal. Dann noch schwarz zweimal. Und Teddy gibt jetzt richtig Vollgas. Setzt den Lux leicht unter Druck. Ja klar, so muss das, sonst bin ich und ich bin unter Druck. Zack. Das wird ein richtig spannendes Battle hier. Fuck. Nein, komm her, komm her, komm her. So, zack. Teddy hat die komplette Mitte schon fertig. Zack, 1, 2, 3. Hat generell schon zwei Drittel fertig. Hier die Seite schon fast. Die Seite fast. Lux muss sich ein bisschen beeilen jetzt. Teddy ist so, im Vorsprung. 1, 2, zack. Den da nehme ich. Lux hat die erst, das erste Drittel fertig. 2. So, 2 und dann wieder komplett hoch. 2. Ich glaube, Frankie braucht eine TPA vom Angelplatz. Pack. Oh, Teddy macht richtig, richtig Druck jetzt. Ohne Druck wird nix. Er ist fast komplett durch. Frankie, ich und Lady Coolfire sind schon gesetzt. Ha! Fertig! Nein, scheiße, da oben noch! Dann hol ich dich her! Ah, Kacke! Oh, Lux, du musst hinne machen, du musst hinne machen! Teddy muss noch ein paar Blöcke setzen! Fertig! Oh, meine Güte! Teddy ist zwar schon durch, heißt aber noch nichts. Melly prüft das gerade nach. Das heißt sowas von was. Was soll denn das bedeuten? Das sieht sehr richtig aus. Komm, Melly, sei ein Ehrenmann. Seine Ehrenfrau. Oh, meine Güter. Und HGW Teddy, du hast dir es geschafft, die Krone wieder zurückzuholen. So. Auch Lux sehr, sehr erstmal spannend. Erstmal mal ein Tänzchen machen. Echt knapp, Teddy, da hast du echt recht. Erstmal Puh, erstmal ausatmen. Echt Glück gehabt, du hast dir endlich die Krone zurückgeholt. Oh, das war. Die Picken in der Melly droppen. Das war hier. Zack und zack. Und Lux, wenn du willst, kannst du auch zu Ende bauen. Zack, die ganzen Items nehme ich mir mit. Die habe ich mir vom Lux erhascht. 6K gibt's. Uiuiuiui, da muss ich mir ja gleich meinen Lutscher kaufen. Und neun Teddybären. Aber er hat, glaube ich, keine Fehler drin. Er ist auch gut auf. Warum? Keine Ahnung, ob die es alle mit der Rechtschreibung haben. Aber mal groß, mal klein. Alle, also meine Sign-Items sind kunterbunt hier. Aber na gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr weiter. Schaut dort hinten bei Susu auf Twitch vorbei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute!